Okay, ich habe jetzt, glaube ich, 1, 2, 3, 4. Ich habe so 5 verschiedene Outfit-Kombinationen insgesamt rausgesucht, weil ich nicht weiß, wie das Wetter wird und ich keine Ahnung habe, was ich morgen tragen möchte. Ja, es wird morgen eine Entscheidungssache. Und ich musste gerade eben einfach noch so 20 Seiten für Englisch ausdrucken, weil die uns das per Mail noch vorhin geschickt hat, wir es morgen brauchen und ich meinen Laptop nicht mitnehmen will. Ja, finde ich nice. Also wir haben jetzt so 10:30. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz in meinem Bullet Journal rangehen und dann gehe ich oder versuche ich zu schlafen. Ich sehe so schlimm aus. Wir haben heute den ersten Schultag in Hessen nach Corona, beziehungsweise mit Corona. Darauf gehe ich gleich ein. Und ich komme halt jetzt in die 12. Klasse. Ich bin G8 auf dem Gymnasium und wie gesagt, wohne in Hessen und es wird mein letztes Schuljahr sein. Ich finde es so krass. Ich bin noch ein bisschen müde. Auf jeden Fall nehme ich euch heute einfach ein bisschen mit und zu Corona. Ursprünglich hieß es, wir haben heute nur Maskenpflicht im Gebäude, wo ich mir so dachte, okay, geht da noch, aber wir müssen jetzt doch Masken tragen, auch im Unterricht. Also wir haben da schon einige Regeln. Ist eigentlich genau das gleiche wie vorher mit Corona, nur dass wir halt trotzdem die vollen Stunden haben und den vollen Stundenplan und keinen Abstand im Klassenraum. Wobei ich mich halt frage, wie lange das alles so normal bleiben wird. Und ich frage mich halt auch, ob überhaupt die ganzen Sachen machen können, die man halt im letzten Schuljahr so macht. Also Kurswahl wurde abgesagt. Keine Ahnung, wie es mit dem Rest aussieht, mit sowas wie Pausenverkauf oder normalerweise macht man halt so eine Feier, um Geld reinzubringen. Das wird tatsächlich nicht klappen. Mal schauen, ich nehme mich jetzt einfach mit. Okay, ich werde jetzt ja in die Schule gehen und es ist irgendwie so komisch, dass heute Morgen noch so dunkel war, weil normalerweise, ich bin schon früher aufgestanden, aber nicht so früh und da war es eigentlich immer hell und keine Ahnung, ich dachte irgendwie nicht, dass es dunkel wird. Auf jeden Fall habe ich halt jetzt gleich so eine Stunde bei meiner Tutorin. Da werden einfach nochmal so allgemeine Regeln erklärt, was sich jetzt vielleicht ändert, was nicht. Vielleicht auch, wie es so mit der Maskenpflicht weitergeht, ob wir die halt jetzt jeden Tag tragen oder nicht. Und ich werde jetzt in die Schule gehen und dann komme ich nochmal zurück und habe eine Freistunde. Da kann ich dann einfach nochmal so ein paar Sachen erklären, wie das halt so war. Und dann habe ich eben nochmal Unterricht und nachmittags auch nochmal. Okay, ich bin jetzt wieder zurück und es war echt komisch. Also es waren plötzlich viel mehr Schüler da als halt vorher. Ich war ja, also ich bin ja in der Oberstufe und war ja so als Erste da. Und da waren ja, glaube ich, 2 Wochen niemand da außer uns. Dann kam so nach und nach halt immer Klassen an einem Tag. Also meine Schwester hatte halt einmal die Woche Schule. Und heute war das so komisch, weil plötzlich so viele Leute da waren, aber alle mit Maske, versucht Abstand einzuhalten. Die Kleinen halten keinen Abstand ein, also haben keinen Abstand eingehalten so. Aber das war so wahnsinnig komisch irgendwie. Und dann sind wir halt in den Raum und ich dachte mir erstmal so, ich sterbe mit Maske den ganzen Tag, weil mir war echt warm. Wobei es heute noch relativ kühl ist, also es regnet. Was irgendwie gut ist, aber andererseits, wenn wir halt Regen haben, dann müssen wir im Klassenraum bleiben. Mit Abstand versuchen einzuhalten oder halt mit Maske die ganze Zeit auf. Wenn wir keinen Regen haben, müssen wir immer rausgehen. Wir dürfen nicht im Gebäude bleiben. Und das ist definitiv kein normales Schuljahr. Also das ist mir jetzt heute echt klar geworden. Ich dachte, es wird alles wieder so normal sein und vielleicht Maske tragen, aber never. Es wird überhaupt nicht normal sein. Ich habe ja auch noch so hingeschrieben, wenn wir in der letzten Schulwoche so hoffentlich die letzten mit Corona einfach, nein, also vielleicht kein Online-Schooling mehr, wobei ich das jetzt auch nicht ausschließen würde, aber ja. Wird definitiv nicht normal sein. Ich habe keine Ahnung, ob unsere ganzen Abi-Sachen stattfinden werden, wie Abi-Ball oder sowas wie ein Pausenverkauf, wo man halt Geld verdient. Also ich glaube wirklich nicht, dass alles stattfindet. Unsere Kurswoche wurde ja auch schon abgesagt und es ist so komisch irgendwie. Und dann waren wir halt dort und dann wurden uns erstmal so, also wir hatten so eine Tutorstunde, da wurden uns erstmal halt alle neuen Regeln und Sachen so erklärt. Also wir dürfen jetzt irgendwie mehr Unterpunkte haben, was für mich jetzt halt irrelevant ist, weil ich das ja eh nicht so hatte oder nicht haben werde, hoffentlich. Aber wir dürfen jetzt irgendwie mehr Unterpunkte Punktekurse haben so. Ansonsten ist unser allerletzter Schultag der 1. April, was ja eigentlich schon bald ist. Ich kann es gar nicht fassen, ist ja jetzt gar nicht so weit weg. So, ich habe eigentlich noch ein halbes Jahr Schule. Und dann muss ich halt nur noch zu diesen Abi-Prüfungen erscheinen, aber ich habe keinen Unterricht mehr, also gar nichts. Normalerweise war das bei uns immer so, dass die Schüler noch Unterricht hatten. Manche sind gekommen, manche nicht, aber sie hatten teilweise halt schon noch so Unterricht oder Klausuren und ja, wir nicht. Dann werden wir wahrscheinlich so in 3 Wochen unseren Klausurenplan kriegen, was echt scheiße ist, weil ich glaube, wenn wir den bekommen haben, kann es sein, dass wir schon in weniger als eine Woche oder eine Woche die nächste Klausur schreiben. Wobei ich glaube, halt unsere Communication-Prüfung in Englisch wird die erste sein. Das ist ja eigentlich ganz gut, weil ich glaube, das wird gut klappen. Ich weiß noch nicht, wie es mit Französisch aussieht, weil ich habe Französisch und da gibt es eigentlich auch so eine Communication-Prüfung, aber
keine Ahnung, ich habe seit Anfang des Jahres eigentlich kein Französisch mehr gesprochen, weil der Unterricht mit Corona war halt einfach ein Witz, weil wir wirklich kaum Unterricht hatten. Also ich hoffe wirklich nicht, dass wir es machen müssen. Und ich hoffe, wir haben wenigstens so die Wahl, auch schriftlich etwas zu machen, weil darin bin ich halt viel stärker in Französisch. Ich habe ja auch überlegt, Französisch vielleicht mündlich zu machen. Momentan tendiere ich überhaupt nicht dazu, auch wegen der Maske und so weiter. Heute Nachmittag wird dann halt so entschieden, ob wir die Maske so weiterhin jeden Tag tragen müssen, auch im Unterricht, oder ob wir zum Beispiel draußen wenigstens die Masken abnehmen dürfen, weil das dürfen wir auch nicht, es sei denn, wir haben halt wirklich diesen 1,50 Abstand, weil für den Fall, dass es einen Corona-Fall gibt, dann musst du halt eben in Quarantäne gehen für 14 Tage, weil du dann irgendwie so Stufe 1 bist, und Stufe 2 wäre halt, wenn du immer eine Maske trägst und dann musst du halt nicht in Quarantäne gehen oder so, vielleicht einen Test machen. I don't know. Und es wurde auch gesagt, wenn man halt wirklich leicht erkältet ist, Halsschmerzen hat, Schnupfen oder so, dann muss man zu Hause bleiben. Es war ja eigentlich vorher schon so die Anordnung, aber es wurde nicht streng so durchgezogen, aber jetzt halt schon. Und unsere Lehrerin meinte auch, sobald die Lehrer das irgendwie mitbekommen, dass jemand halt ansatzweise krank ist, dann muss er sofort in den Quarantäneraum und dann muss er halt nach Hause geschickt werden. Und ich dachte mir so, nice, weil ich bin im Winter so oft erkältet. Ich meine, ich bin selbst im Sommer erkältet, aber ich bin wirklich so oft erkältet im Winter. Und ich habe jetzt mittlerweile gemerkt, dass mir Vitamin C extrem gut hilft, so. Aber ich werde einfach so oft fehlen. Ich weiß es jetzt schon. Und ich meine, ich habe jetzt halt schon in der Q2 so voll oft gefehlt, wegen meinen ganzen Kiefer-OPs. Ich habe einfach so viele Fehltage, auch wenn die alle entschuldigt sind, so. Ich denke mir so, klasse. Echt nice. Ja, ich bin jetzt echt gespannt. Und nach 2 Tagen, wenn es nicht besser wird, muss man halt zum Arzt gehen und einen Corona-Test machen oder so. Keine Ahnung, ich habe echt gedacht, es wird so ein normales Schuljahr noch irgendwie. Eventuell, dass es noch so Einschränkungen gibt oder so mit Maske. Aber ich dachte auch, man darf vielleicht noch irgendwie im Gebäude sein, zumindest im Winter. Aber momentan ist der Plan halt gar nicht so. Und oh mein Gott, ich weiß nicht, ich finde es so krass, weil ich dachte echt, es normalisiert sich langsam. Aber klar, es ist angestiegen und so weiter. Und ich kann es auch alles nachvollziehen, aber ich finde es trotzdem echt krass. Und ich komme irgendwie nicht so ganz drauf klar, irgendwie, weil ich dachte, das ist so alles wieder normal und ist halt nicht, was irgendwie mir auch so ein bisschen die Angst wegnimmt. Weil ich denke, dass vielleicht auch manche Lehrer Rücksicht nehmen werden. Andererseits, so, ich weiß, Leute, die mündlich vielleicht schon vorher Probleme hatten, die werden es jetzt definitiv nicht einfacher haben. Also, ich fand es schon komisch, mit Maske Englisch zu sprechen. Es war nicht nice. Also, ich hoffe, wir müssen ihn nicht mehr tragen. Ich habe mich auch entschieden, jetzt die nächste Schulwoche zu vloggen, einfach weil ich glaube, dass sich noch einiges vielleicht verändert, und dann nehme ich euch einfach mit. Und ja, es werden auf jeden Fall noch weitere Corona-Schulvlogs kommen, weil das ja anscheinend kein Ende nimmt, auch wenn es halt so ist. Und ich bin echt gespannt, wie es für die 5. Klasse ist. Die tun mir einfach so wahnsinnig leid. Ich meine, wenn man da jetzt auf die Schule kommt, man kennt niemanden. Ich kannte in meiner Klasse damals niemanden in der 5. Klasse. Wie will man da Leute kennenlernen? So, du siehst die nur mit Maske, du hast keine Ahnung, wie die Leute so sind. Normalerweise hat man immer so Kennenlernspiele. Also, die tun mir echt mega leid und ich glaube, das ist voll hart. Und unsere Lehrerin meint auch irgendwie, so ein Fünftklässler in Berlin hat irgendwie sowas, einen Aufsatz geschrieben oder irgendwie was veröffentlicht, wo er meinte, er hat die Woche so überlebt. Er hat zwar keine Freunde und ist neu in der Schule, aber er hat überlebt. Ich dachte mir so, das arme Kind, das tut mir voll leid, so. Also da haben wir halt echt noch Glück so in unserem Jahrgang, dass wir da eigentlich ganz gut auskommen. Aber auch in Freistunden, ist es so, man hat zugewiesene Räume. Und ich gehe definitiv immer nach Hause, dürfen wir jetzt auch offiziell, vorher war das irgendwie verboten, glaube ich, aber ja. Aber jetzt ist auf jeden Fall offiziell erlaubt, dass wir nach Hause gehen dürfen. Und es macht ja auch Sinn, weil wozu soll ich jetzt auch in der Schule sein? Ich habe jetzt auch gerade eine Freistunde. Und dann habe ich jetzt gleich POVI. Da bin ich jetzt auch gespannt, weil ich hatte so gut wie gar kein POVI mehr, also Politik und Wirtschaft, weil unsere Lehrerin immer doppelt besetzt war. Und dann habe ich noch Mathe und Deutsch. Und dann Pause und dann Chemie und Kunst. Und Chemie hatte ich eigentlich auch nicht, weil wir mussten nicht mehr erscheinen. Also ich war einmal kurz da, wir haben einen Film geguckt und dann war ich nicht mehr da. Und Kunst hatte ich ja einfach gar nicht mehr seit Anfang des Jahres, weil ich meine Kiefer-OPs hatte und dann kam Corona und ja, deswegen bin ich echt gespannt, wie das so wird. Und generell echt schon so krass. 1. April ist einfach mein letzter Schultag. I can't believe it. So krass, wie schnell die Zeit umgehen wird. Aber einerseits habe ich echt keinen Bock mehr, besonders nicht mit Corona in die Schule zu gehen. Andererseits so komisch und ich frage mich halt auch, wie das so alles wird, weil ich habe ja auch Pläne so nach dem Abi, ich will ja ein Auslandsjahr machen und alles, aber ob davon halt irgendwas klappt, bin ich gerade echt unsicher, weil ich eher vermute, dass sich das jetzt verschlimmert nochmal, wenn die Schule anfängt und wenn Herbst, Winter kommen, so. Ja, wir werden sehen. Ich glaube aber, ich ziehe mich jetzt nochmal um, weil mir war echt warm. Also ich hatte so eine lange Hose an und T-Shirt und Jacke und mir war so warm mit Maske, deswegen ziehe ich jetzt eine kurze Hose an. Und by the way, zu meiner Organisation irgendwie. Ich habe ja auch immer so Wecker, weil ich ja an Freistunden zu Hause bin. Und die mache ich jetzt wieder alle an.
Weil, also es ist meine ganzen Schulwecker, wann ich halt immer so wieder los muss. Die waren es einfach das gesamte Jahr lang so aus. Voll krass. Und jetzt sind die wieder alle an, damit ich halt dran denke, rechtzeitig loszulaufen. Okay, ich mache mir noch schnell was zu essen, weil wir dürfen in der Schule oder können nicht essen. Also ist nicht so easy. Deswegen, weil ich hatte vorhin noch keinen Hunger, ich war so aufgeregt. Ja, keine Ahnung, was ich essen will, weil ich habe eigentlich gar keinen Hunger, aber ich weiß, ich werde noch Hunger kriegen, weil ich jetzt auch 4 Stunden Schule habe. Und normalerweise hätte ich mir jetzt einen Shake gemacht, weil hätte ich einfach trinken können, aber das ist ja auch kritisch mit dem Trinken heute wegen Maske und so. Also ja, ich gucke gerade. Ich habe Bock auf Wassermelone, aber dann muss ich eh noch auf Toilette schaffen, das ist auch kritisch. Oh man. I don't know what I should eat. Ein bisschen was, aber jetzt nicht viel. Also ich habe jetzt schon wieder umgezogen, weil mir zu warm war. Also schwarzes T-Shirt, Jacke und so ein Hosenrock von Zara. Okay, ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen, habe zum Mittag gegessen und muss jetzt gleich wieder in die Schule gehen. Ich habe jetzt nochmal Nachmittagsunterricht. Und ich hatte jetzt gerade eben halt nochmal 4 Stunden Unterricht. Und wir haben schon nochmal Unterricht gemacht, aber man merkt, es ist halt einfach so anstrengend, mit einer Maske Unterricht zu machen. Und auch wenn man halt so im Schulgebäude läuft, dann gibt es so bestimmte Wege. Und es wird halt jetzt viel strenger alles gemacht, als es so vorher war, als wir so halt quasi die Einzigen in der Schule waren. Und nur ab und zu halt noch andere Klassen da waren. Und man merkt es einfach und es ist komisch und ja, ich habe halt echt gehofft, es war halt so die letzte Schulwoche mit Corona. Oder ich habe halt auf Online-Schooling gehofft, aber so wie es gerade ist, ist alles andere als angenehm so. Aber ja, werden wir auch noch schaffen. Ich bin auf jeden Fall schon ein bisschen aufgeregt und ich finde es auch krass, weil ich habe jetzt gleich Chemie und Kunst und ich hatte es schon so lange nicht mehr. Also seit dem Jahr irgendwie gar nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt auch gespannt, wie das wird. Und wir haben ja auch keine Experimente mehr oder keine Gruppenarbeiten. Also wird das jetzt auch anders sein im Unterricht. Bei Kunst haben wir schon viele Gruppenarbeiten gemacht, finde ich. Ja, ich nehme euch jetzt nochmal kurz mit. Also, ich bin auf jeden Fall spät dran. Like always. Ja, jetzt muss ich noch kurz mein Handy nehmen. Meine Tasche habe ich schon gepackt. Und dann gehe ich jetzt eigentlich nur noch los. Ich hoffe, es regnet nicht, weil es sieht irgendwie dunkel aus. Okay. Ich bin jetzt wieder zurück und ich hatte jetzt gerade eben Chemie und Kunst und ach, ich habe es nicht vermisst, to be honest. Also, es war beides in Ordnung, aber. Ja, ich fand es eigentlich online gar nicht so schlimm. Also Chemie war schon viel so, aber es war halt Rechnen in der Q2. Da hatte ich dann halt schon so meine Probleme, mir das selbst beizubringen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht kapiert. Aber es ist für mich halt auch irrelevant, weil ich mich nicht prüfen lasse in Chemie. Also wir machen jetzt komplett andere Themen. Das ist jetzt nicht so schlimm und dramatisch irgendwie. Und in Kunst ging es eigentlich auch voll klar. Also ich fand es online eigentlich echt gut. Deswegen, ja, ob das sich jetzt so lohnt. Und irgendwie muss unsere Schule halt jetzt entscheiden, ob wir jeden Tag Masken tragen müssen oder ob die das halt lassen. Die dürfen das irgendwie so entscheiden. Ich bin gespannt, weil ich hoffe wirklich nicht. Ich hoffe es wirklich nicht. Und was mich aber freut, ich habe vielleicht am Freitag Kunst, weil das wäre ganz cool, weil die Fünftklässler sind ja heute gekommen. Ansonsten habe ich so Hausaufgaben aufbekommen. Ich muss eigentlich hauptsächlich Texte lesen. Habe fast überall aufbekommen. Keine Ahnung. Und mir fällt gerade auf, wie lang meine Haare geworden sind. Zum ersten erster Schultag-Video waren die noch viel kürzer. Ja, aber da setze ich mich jetzt ran und später gehe ich nochmal mit meiner Schwester kurz einkaufen. Ich habe mir gerade noch so Matcha mit Kakao gemacht. Das schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht. Also normalerweise trinke ich das nur mit Kokosmilch so, ein bisschen Zimt, aber mit Kakao ist eigentlich auch ganz nice. Und hier ist mein Hausaufgabenplaner. Ich kann den auch nochmal in der Infobox verlinken. Ups. Auf jeden Fall habe ich immer so ein bisschen geguckt. Also das sind jetzt meine Hausaufgaben für heute. Also in Englisch, Puvi und Kunst muss ich Texte lesen. Und das sind nochmal so Notizen für zu Hause, weil mein blauer Marker war leer, ich brauche neuen. Und dann wollte ich noch Fotos vom Laptop importieren. Hätte ich jetzt vergessen, hätte ich es nicht gelesen. Und ich mache das halt so, zum Beispiel für Kunst. Das zu lesen macht jetzt irgendwie keinen Sinn, das jetzt zu machen, weil ich habe entweder am Freitag Kunst oder nächste Woche Montag, wenn es ausfällt. Also schreibe ich mir halt jetzt Kunst für Donnerstag auf, damit ich das nicht vergesse. Und ja, dann kann ich ja entscheiden, wenn es Freitag ausfällt, dann verschiebe ich das nochmal vielleicht auf Sonntag. Einfach weil ich mir das nicht merken werde bis Montag halt oder bis Freitag, wenn ich das heute mache. Und die anderen Fächer, Englisch muss ich bis morgen machen. Povi macht eigentlich auch Sinn, das vielleicht jetzt zu machen. Und ansonsten werde ich noch ein bisschen was vorarbeiten für Chemie. Wobei, Chemie habe ich erst am Donnerstag.
Ja, Kunstentfall eventuell. Und mir gefällt der Kalender bisher eigentlich ganz gut. Also, wie gesagt, ich werde schon nochmal in der Infobox verlinken. Die Farbe mag ich nicht, aber ich glaube, es gibt den jetzt auch in Graublau. Und hier sind halt auch immer vorne beim Monat nochmal so eine Übersicht. Da kann man sich das auch nochmal so notieren. Und wenn ich jetzt hier halt gucke bei April, das ist so krass, mein letzter Schultag. I can't believe it. Es wird so schnell umgehen, glaube ich. Als erstes habe ich dann erstmal so geguckt, was ich halt irgendwie so auf habe und was ich dann wo machen werde, weil ich war echt müde am Montag. Deswegen hatte ich dann echt keine Lust, alles an einem Tag zu erledigen und das ging eigentlich relativ schnell, das zu planen. Und ich versuche halt auch immer so meine Hausaufgaben unter der Woche so fertig zu machen, damit ich dann halt am Wochenende keine Hausaufgaben mehr habe. Beziehungsweise so zum Beispiel für Kunst lesen, das mache ich dann vielleicht schon noch am Sonntag. Aber wenn ich halt noch Hausaufgaben am Wochenende mache, dann dauert das wirklich allerhöchstens eine halbe Stunde oder so. Also ich versuche das halt immer so ein bisschen unter der Woche fertig zu kriegen, weil am Wochenende lerne ich halt entweder oder ich mache halt andere Sachen dann, die nicht für die Schule sind. Und by the way, meine Haare sind jetzt richtig glatt geworden. Die waren vorher lockig. Also heute Morgen. Ich mag das gar nicht. Ich hasse es, meine Haare so glatt zu So, und ich tragen. glaube übrigens, irgendwie gibt es jetzt bei uns Theorieunterricht von Sport. Also ich bin nicht 100% sicher. Ich muss nochmal nachlesen. Aber eigentlich hätte ich auch heute Sport gehabt. Wir hatten jetzt so eine Stundenplanänderung, was ich nicht cool finde, aber ich kann es nicht ändern. Ja, ich habe jetzt irgendwie immer montags Sport und dann habe ich montags auch irgendwie halt, ja, bis um 4:30 oder so Schule eigentlich. Aber heute fällt zum Glück aus. Ich bin echt glücklich darüber. Was cool ist, weil dann habe ich halt morgen keinen Unterricht. Also schon Nachmittagsunterricht, aber nur eine Stunde. Und dann, ja, mal schauen, bin ich gespannt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so viel Lust auf Theorieunterricht. Also ich finde es auf jeden Fall sinnvoller, weil wie soll man im Sportunterricht halt so Abstand, Masken und so alles einhalten? Also ich glaube, das ist so am schwierigsten mit Musik oder so. Aber ich glaube, es wird trocken, mal schauen. Aber ich mochte eigentlich Sportunterricht. Also nicht immer so. Kommt halt immer so drauf an. Aber an sich finde ich es eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich mag es nach so einem langen Schultag nicht so ein bisschen auszupowern. Es war eigentlich immer ganz praktisch dienstags, weil dienstags echt anstrengend war bei mir. Aber ja, es wurde jetzt auch nochmal geändert. Und hier sammle ich übrigens immer die Sachen, die ich aktuell so mache. Also einmal Povi, da werde ich jetzt die Texte mal durchlesen. In Englisch muss ich lesen, markieren und Deutsch werde ich halt ein bisschen vorbereiten. Das muss ich nicht, aber macht Sinn für mich. Also mit Povi bin ich fertig, aber ich habe ganz schön schief geschrieben. Ups, ich habe halt so voll schief meinen Ordner gehabt und dann, ja, egal. Oh mein Gott, das sind so viele Texte hier, wie viele Seiten das sind. Es dauert ewig, das zu lesen. Hier ist noch mehr. Oh mein Gott, ich werde langsam müde. Und dann habe ich mich eben an meinen Schreibtisch gesetzt und angefangen mit meinen Hausaufgaben. Und wirklich, ich war wirklich fertig, aber ich war eigentlich ganz froh, dass ich es dann erledigt habe. Wobei ich jetzt auch sagen muss, im Nachhinein, ich habe bei den anderen Schultagen das dann so gemacht, dass ich erstmal mindestens so 20 Minuten Pause gemacht habe und dann erst weitergemacht habe mit Hausaufgaben. Einfach weil ich nochmal so diese Pause gebraucht habe. Ich wohne ja quasi direkt neben der Schule, also habe ich halt jetzt nicht so eine Busfahrt irgendwie, wo ich nochmal so runterkomme oder so. Und dann habe ich mir einfach nochmal so diese Zeit genommen. Okay, ich bin jetzt fertig mit Englischhausaufgaben und ich bin gerade so müde geworden. Oh, das war jetzt irgendwie anstrengend, also so jetzt die ganzen Texte durchzulesen, weil das waren verschiedene Themen und wir sollten uns Markierungen machen und ich wollte auch Notizen machen, aber irgendwann habe ich es gelassen, weil war mir zu viel Arbeit und ich habe das Gefühl, mein Kopf ist gar nicht mehr daran gewöhnt, so viel zu lernen oder Informationen so aufzunehmen. Also, hoch. Ich mache jetzt noch ein bisschen Deutsch, aber das ist ja irgendwie so freiwillig und mache mir da ein paar Notizen und dann bin ich heute fertig. Okay, wir haben jetzt kurz vor 4. Ich bin jetzt fertig mit allem. Ich finde es so krass. Ich weiß, bei Online-Schooling wäre ich halt viel schneller gewesen oder hätte es auch ein bisschen anders gemacht. Aber ja, habe jetzt alles soweit erledigt. Was ich aber auch gut finde, ist zum Beispiel der Matheunterricht. Also da bin ich echt froh, dass wir halt Unterricht so halbwegs normal haben. So, es hat sich da halt nicht so viel verändert. Aber ich liebe meinen Lehrer einfach Mathe und der ist so gut und kann das so gut erklären. Und wir haben jetzt mit Stochastik angefangen. Deswegen, das war eigentlich ganz gut soweit. Ja, und jetzt bin ich fertig, ich habe meine Tasche schon gepackt und jetzt habe ich noch so eine halbe Stunde.
Und dann werde ich mit meiner Schwester nochmal kurz einkaufen gehen, weil wir noch ein paar Schulsachen brauchen. Und ich brauche dringend weißen Nagellack. Der ist nämlich leer. Ja, so ein paar Kleinigkeiten kaufen wir noch. Und ich muss ein Konfi-Geschenk kaufen, weil sie hat am Sonntag ihre Konfirmation. Okay, kleines Update. Also ich bin mega, mega, mega fertig. Und eigentlich wollte ich heute echt gern zum Sport gehen, aber ich habe gerade echt nicht die Kraft dazu. Also ich bin, was ist nicht unmotiviert so, aber mein Energielevel ist gerade so weit unten. Ich bin mega müde, weil ich bin halt für meine Verhältnisse zu spät ins Bett. Also im Endeffekt war es ja irgendwie so 12 oder so. Und ich habe zwar an sich eigentlich ganz gut so geschlafen, aber halt nicht im Tiefschlaf. Also ich war richtig oft wach irgendwie. Deswegen, ja, ich merke das jetzt gerade vorhin auch so heute. Es war ja so ein Adrenalin irgendwie so. Ich war ja so aufgeregt und so. Und dann erster Schultag, neue Eindrücke und alles. Deswegen gehe ich jetzt nicht zum Sport, aber ich habe jetzt gedacht, ich laufe halt einfach nochmal dahin. Also zum Supermarkt und zum Rossmann, um da halt die Sachen zu kaufen, weil ich brauche die echt dringend und ich glaube, Bewegung tut mir jetzt gut. Also ich weiß, das hat mir so gut getan, als ich in Österreich, Südtirol war. Ich war jeden Tag halt so voll viel unterwegs, so laufen und oder wandern halt so. Und es waren dann immer so über 10 Kilometer und es war schon viel, aber also manchmal auch teilweise mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber es hat mir so gut getan und ich habe gedacht, ich mache es einfach, ich gehe jetzt auch mal los, weil statt jetzt die ganze Zeit nur am Handy zu hängen, irgendwie komme ich da nochmal ein bisschen raus. Bewegung tut gut. Kann ich vielleicht noch irgendwie einen Podcast hören oder mir eine Serie runterladen, I don't know. Oder Musik hören, so am besten. Aber ich muss zugeben, vielleicht holt mich meine Mutter ab, weil ich schon echt fertig bin und das ist schon ein langer Weg. Mit dem Fahrrad könnte ich eigentlich auch anfahren. Naja, ich will laufen. Ich probiere es einfach mal. Das Licht ist gerade so voll weg. Also kleines Update, ich bin mit meiner Mom jetzt hingefahren, weil ich noch zur Bank musste. Geld für die Fahrschule abheben, das ist so teuer. Oh my goodness, ich bezahle das ja alles selbst. Ja, da war ich jetzt gerade eben. Ich bin wieder überbelichtet, nichts Neues. Ja, und ich habe noch kein Konfigeschenk für meine Schwester gefunden, weil irgendwie hat mir da überhaupt nichts gefallen. Und jetzt gucke ich gleich nochmal bei Amazon, was ich ihr bestellen könnte, weil könnte noch hinhaben bis Sonntag. Aber ich habe echt keine Ahnung. Also ich weiß ja, man checkt irgendwie oft so Schmuck oder so und das finde ich eigentlich auch cool so, aber meine Schwester trägt halt fast nie Schmuck. Also ich trage so oft Schmuck, ich trage jeden Tag Schmuck. Ich gehe eigentlich nie ohne Schmuck in die Schule und wenn doch, dann habe ich es vergessen und dann fragen mich gleich alle. Aber meine Schwester halt nicht. Also muss ich jetzt mal gucken. Okay, mittlerweile habe ich einen absoluten Tiefpunkt erreicht. Mein Schrank ist mittlerweile auch egal, dass er da offen ist. Also meine ganzen Klamotten liegen noch auf meinem Bett, die muss ich noch aufräumen und ansonsten, wir haben jetzt 7 Uhr. Ich bin so abnormal fertig. Oh mein Gott. Es waren einfach so viele Eindrücke. Und es war halt schon anstrengend mit Maske. Und es ist anstrengender als normaler Unterricht, wenn man halt eine Maske die ganze Zeit trägt. Ja, ich bin einfach nur mega fertig. Und ich war schon vorhin duschen. Also kann ich mich eigentlich direkt bettfertig machen, was ich auch machen werde. Ich nehme jetzt auch meinen Laptop. Vielleicht, also mache ich doch was in meinem Bullet Journal, schaue eine Serie oder so. Aber ich mache nichts mehr heute. Ich bin so kaputt irgendwie. Ich bin froh, dass ich meine Schulsachen schon erledigt habe. Ich bin so froh darüber. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, ich habe irgendwie gehofft, es wird das letzte Video mit Corona sein, aber es ist halt immer noch ein aktuelles Thema, was ja auch so ist. Man kann es ja nicht ändern. Und deswegen werden die Schulvlogs, Videos, die ganzen Sachen, die jetzt noch so kommen in nächster Zeit, wahrscheinlich auch teilweise noch immer noch mit Corona sein. Wer weiß, ob vielleicht auch wieder Online-Schooling-Videos von mir kommen. Keine Ahnung. Aber ja, ich versuche erstmal so weiterhin so alles mitzunehmen. Wie gesagt, ich nehme ja auch die ganze Schulwoche mit. Das Video kommt dann auch noch. Das war jetzt nur so der erste Schultag und ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr reden. Ich bin so müde. Ich beende das Video jetzt hier an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und bei meiner Back-to-School-Reihe vorbeischaut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.